Die ersten Ideen keimen auf. Die Frage, ob die Landesgartenschau 2014 nach Saarburg kommt, ist zwar noch offen, doch etwa 100 Bürger wollen keine Zeit verlieren und haben nun an einem Workshop im Hofgut Serrich teilgenommen. Eingeladen hatte die Stadt Saarburg. Die Teilnehmer des Workshops erarbeiteten in Gruppen Ideen, wie sich verschiedene Bereiche im Stadtgebiet gestalten lassen. Rund 250 Hektar umfasst die Fläche, die nach dem Abzug der französischen Armee im Jahr 2010 aus Saarburg frei wird und für die nach einer Verwendung gesucht wird. Sie soll der Kernschauplatz der Landesgartenschau werden. Zum Konversionsgelände gehört außerdem ein Wohngebiet. Die mit einer Landesgartenschau verbundenen Investitionen der Stadt und dem Umland sollen zu einem Aufschwung verhelfen. Da ist auch die Unterstützung durch die Bevölkerung wichtig. Und ich denke auch, dass wir viel mehr dann auch Besuch mal aus den anderen Ländern bekommen, halt Frankreich, Luxemburg, Saarland sowieso, Eifelraum, Moselraum. Und dass für Saarburg, sag ich mal, auch was bewegen tut. Auch speziell im Straßenbau halt, was noch vieles geändert werden muss. Und dass wir halt auch mehr mal Touristen noch gehen. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden an Stellwänden präsentiert. Sie reichten von einem Streichelzoo über einen Spielplatz der Generationen bis hin zur Sanierung der Jugendherberge. Auch eine Wohnanlage für mehrere Generationen kam ins Gespräch. Die insgesamt mehr als 200 Anregungen sollen zum Teil in das Bewerbungskonzept einfließen. Die Erwartungen sind groß. Die Landesgartenschau halte ich für sehr gut. Dadurch bekommt Saarburg wieder einen Aufschwung und wird wieder ein bisschen modernisiert.